Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Stadtupdate hier aus dem Herzen von LEGO City. In dem heutigen Video werde ich hier die ganze Unterkonstruktion neu gestalten, also wie im letzten Video zur Hochbahn angekündigt. Die ganzen schwarzen Platten werden hier verschwinden und ich werde nur noch diese Gitterfliesen außen und innen anbringen. Und wenn wir dann weiter dem Verlauf folgen, könnt ihr hier sehen, dass hier der Beginn, der Ansatz der Kurve leicht überlappt um etwa 2 Noppen. Das heißt, ich werde hier die beiden letzten geraden Schienen kürzen, damit die Kurve hier wirklich optimal angebaut werden kann. Denn ansonsten würden die Waggons entweder in das Lagerhaus oder hier in das Downtown Diner reinstoßen. Von daher, so wie das Ganze jetzt liegt, passt das haarscharf gerade so. Ich werde nun zuerst diese beiden Geraden hier kürzen und danach werde ich mich mit der Unterkonstruktion hier beschäftigen. Damit beginne ich jetzt und dann melde ich mich gleich wieder. Damit ich hier wirklich exakt nur diese Mittelstücke heraussäge, setze ich hier fürs Sägen einmal hier und einmal dort einfach Steine drauf, die ich nicht mehr benötige, damit ich so eine Art Sägeführung habe und dann säge ich einmal auf der Seite und einmal auf der Seite und dann habe ich eben gleich diese beiden Teile lose, einmal das Teil und den restlichen Abschnitt. So sieht das jetzt aus. Ich werde das mit dem zweiten Gleis genauso machen und dann werde ich die Gleisstücke in die Hochbahnstrecke integrieren. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich es hier in die Strecke eingefügt habe. Und jetzt kommen die Kurven ja also ganz elegant um die Gebäude herum und die Züge stoßen dann nicht mehr in die Gebäude rein. Und jetzt werde ich, wie angekündigt, diesen ganzen Teil der Hochbahn inklusive der Kurve dort, die dort beginnt, umbauen zu dem neuen Design, was also ohne diese vielen schwarzen Platten auskommt. Das werde ich jetzt bauen und dann melde ich mich gleich wieder. Und so sieht das Ganze bisher aus. Ich habe die Gitterfliesen jetzt also nur an den Rändern erstmal angebracht. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Ich habe aber trotzdem vor, sie eben auch noch in der Mitte anzubringen. Und ja, mit dem Geländer, mit den Stützpfeilern, das sieht alles schon ganz in Ordnung aus tatsächlich. Ich hatte noch überlegt, da einen Unterbau noch etwas dran zu setzen, aber bisher finde ich es so schon mal ganz gut. Mal sehen, ob ich das noch mache oder nicht. Dann kommen wir hier zur Kurve und zu den ersten kleinen Problemen. Natürlich hier außen entstehen dann zwangsläufig, ja, eben diese kleinen Lücken zwischen den Gitterfliesen. Ist nicht zu vermeiden, sieht aber in Ordnung aus. Etwas schlechter sieht es dann natürlich innen aus. Da sind die Lücken dann doch deutlich größer zwischen den Gitterfliesen. Aber je weiter man sich entfernt, desto weniger fällt das dann negativ auf. Da mache ich mir keine weiteren großen Gedanken drum. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einige weitere Gitterfliesen noch zur Verfügung. Da werde ich jetzt einige von verbauen und dann melde ich mich gleich wieder. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Also hier in den Kurven haben wir natürlich hier und da einige Lücken, die unvermeidbar sind. Aber da habe ich mich schon sehr schnell dran gewöhnt. Und dann, wenn wir hier weiter zum geraden Streckenteil übergehen, da sieht das Ganze dann doch sehr, sehr schön einheitlich aus. Macht einen ziemlich guten Eindruck und das Ganze sieht schon ziemlich fertig aus, muss ich sagen. Ich habe ja überlegt, da noch eine Unterkonstruktion ein bisschen anzubringen, hier mit Hilfe dieser Stützteile, die ich auch an der Stelle, wo die Hochbahn über dem Mittelstreifen entlang fährt, da habe ich die ja auch schon verbaut, aber halt in normaler Bauweise. Und hier wären sie dann halt nur für die Ästhetik, könnte ich sie hier nochmal so mittig drunter setzen, ja, zwischen den einzelnen Stützpfeilern und das könnte vielleicht auch noch mal ganz gut aussehen. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber lasst mich gerne mal wissen, ob ihr hier noch findet, dass da irgendeine Art von Unterkonstruktion nötig ist oder ob das an sich mit dem Geländer, mit den Gitterfliesen, den Stützmasten, ob das so schon ganz in Ordnung aussieht, ob man das schon so lassen kann. Da bin ich also sehr gespannt auf eure Meinung. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem heutigen Fortschritt und das ist schon mal ein Design, was man auf jeden Fall in der Art und Weise auf der ganzen Hochbahnstrecke so verwenden kann. Und mit der Unterkonstruktion, da wird sich dann zeigen, ob das noch was ist oder nicht. Damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch eine Unterkonstruktion haben wollt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.